Hallo, wer ab und zu Videos bearbeitet oder ein Video für YouTube erstellen möchte, der braucht eine praktische Software. Und hier gibt es praktische Software, heißt in diesem Fall, man nimmt ein Video von der Kamera oder vom Webscreen-Mitschnitt, so wie jetzt, und möchte diesen Video, den man aufgenommen hat, kurz zusammenschneiden, ein bisschen Beschleunigung machen, vorwärts, rückwärts einen Titel drauf, einblenden, ausblenden, rendern. So dass es rendern heißt, das ausgeben, so dass es für YouTube dann gleich rausgehen kann oder für Smartphone. Ja. Ich habe mich jetzt auf die Suche gemacht, welche Videosoftware gibt es eigentlich in 2017, das haben wir heute, 2017, und die günstig ist, aber auch gleich sehr viel kann, weil hier gibt es einiges auf dem Markt, einiges ist auch nur Schmuh und einiges ist eingestellt. Ja. So, ich habe mich beschäftigt zunächst schon mal mit Systemen, die es auf der zurzeit gerade gibt. Das wäre die Videosoftware Movavi, die quasi so die sehr günstige Version ist für 30 Euro, die aber alles kann, was man braucht. Zu den Vor- und Nachteilen kommen wir gleich anschließend. Dann gibt es eine Software, die heißt DaVinci Resolve 12. Die eigentlich mehr für die oftmals erwähnt wird, weil sie nichts kostet. Kann man super Video rendern, aber hat keine Textbearbeitungssoftware. Dann die wohl berühmteste Software, die immer mit sich selber so super toll wirbt, ist die Software Camtasia. Die kostet allerdings, Achtung, Achtung, 200 Euro. Dann haben wir noch Shotcut, ist umsonst, das ist auch, da kann man gut Videos machen, wie gesagt, kostet gar nichts und funktioniert eigentlich so einwandfrei. Adobe ist immer wieder bekannt, Adobe Premiere Elements heißt es dann, die Leichtversion in, für einfache Videobearbeitung, kostet 75 Euro, ist das Geld nicht so viel wert, wie es nur weil es der Name trägt. Dann haben wir Vegas Movie. Das ist eine Abklatschversion von Magix Video Deluxe. Magix Video Deluxe kostet so 50 Euro. Die kann alles. Da fehlen ein paar kleine Sachen. Die kommen auch gleich noch dazu. Ist so ein bisschen Alleskönner, Mehrspur und so weiter. Hat alles, was man braucht, aber könnte auch mal wieder ein bisschen moderner sein. Und dann gibt es noch im Internet immer wieder die Filmora von Vinora irgendwas. Vinora Wonderland, die kostet 60 Euro, das ist mehr so für, die ist dann doch zu light und sollte eigentlich mehr so für ein schnell, rasch ein Video zusammenschreiben sein. So, ich komme mal, ich habe mal die Punkte bewertet, was ist eigentlich, was welche Software bedeuten soll und so weiter. Und es gibt immer so Screen, solche Bundle-Versionen, die man dann anwenden soll oder nicht. Und ich komme auch gleich zu den Vorteilen. Ja? Die Videosoftware-Pakete, die sehen fast alle gleich aus. Ich habe zunächst schon mal, machen wir einen kleinen Überblick. Software-Pakete sehen immer so aus. Den machen wir hier weg, den brauchen wir jetzt nicht. Die sehen immer so aus, ist eine. Man kann Medien einfügen, da gibt es eine sogenannte Timeline und einen großen Bildschirm dazu und dann kann man hier unter oder irgendwo einen fetten Export-Button drücken. Movavi, Magix, sieht genau gleich aus, auch so Videobearbeitung, Timeline, Camtasia, sieht auch Timeline, mehrere Spuren als solches, man kann es reinsetzen, großes Bildbearbeitungswerk, ein paar Elemente reintroppen, raus. DaVinci, auch so, so eine Version. Shotcut ist umsonst, man sieht, das ist auch alles gleich, auch sehr optisch sehr schön gestaltet. Adobe, Premiere Elements, hier unter die Zeitleiste, Video- und Audioleiste, Zeitleiste, reintroppen, fertig. Und Filmora ist eigentlich alles das gleiche. Aber jetzt kommen wir gleich mal zu den Vor- und Nachteilen von diesen Sachen. Ich habe zunächst mal Wert drauf gelegt, auf wie lange dauert es, wenn man dann so ein Video gemacht hat, bis das rendert. Also Rendern ist immer so eine Sache, man macht immer so ein Video fertig. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein, ich zeige es euch auch hier unten nochmal schnell, wo ist es, mein hier. Wenn ich hier meine Maschine fertig gemacht habe und habe mir im Vorschau das alles angeschaut, hier so, das ist jetzt Magix Video Deluxe, dann drückt man hier am Schluss raus und sagt, exportiere mir den Film, auch hier oben, ne? Auf MPEG-4, sodass es für YouTube stimmt. Dann rechnet er und rechnet er und rechnet er. Und da habe ich mir mal die Zeiten angeschaut, wie lange das eigentlich dauert.
Da ist so, Movavi ist eigentlich die billigste Software und trotzdem die schnellste Software, finde ich ganz toll. Ein Video, das ich mal kurz, ich habe einen Video genommen von meiner Kamera, ja, habe mir was gedreht und habe gesagt, okay, ich habe das jetzt aufgenommen, reingetraubt, den Titel drüber, abgeschnitten, raus damit. Da war das so ein 3-Minuten-Video, hat hier gebraucht 59 Sekunden. Hier war die DaVinci Resolve war auch sehr schnell und Camtasia auch. Shotcut, weil es umsonst ist, war nicht ganz so schnell. Adobe Premiere auch schon mal wieder langsamer. Und dann kam Magix Video Deluxe, das war die langsamste, aber auch die stabilste. Leider ist das so. Ich muss immer sehr viel rendern mit dem, weil ich habe Magix Video Deluxe. Die kostet auch einiges an Geld, oder ja, kommen wir vom Geld her nochmal darauf. Magix Video Deluxe 50 € immer und ist eigentlich auch nur langsam, hat aber dafür alles. Movavi ist wesentlich schneller, kostet nur 30 € und hat gleich mehrere Sachen dazu. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Packages. Also, wir haben hier Movavi als Software, ist sehr günstig, enthält alle Funktionen, hat aber keine Multispur für Pixelfeld und Forscherfeld. Schauen wir mal rein in die Movavi. Wondershare Filmora. Wer sieht, der hat Glück. Da haben wir unseren Movavi Editor. Bei Movavi macht man das so: Man hat hier oben, man erstellt ein neues Projekt. Neues Projekt. Ich habe es in Englisch jetzt gespeichert als solches. New Project. Das brauchen wir jetzt nicht sichern. Down Save. New Project. Hier sieht man einen schönen neuen Bildschirm. Dann sagen wir mal: Erstell mir ein neues Projekt. Also nicht das alte öffne. Neues Videofiles einlesen, oben sehr einfach gemacht. Dann kann man hier welche raussuchen. Die zwei, die ich hier vorher schon in meinem Testvideo hatte. Ich füge diese zwei ein. Jetzt legt er sie hier unter. Der legt sie zunächst mal hintereinander. Dann kann man sie quasi, man kann sagen, mach mir das in zwei verschiedene Zeitspuren. Das sind es hier so Video-Timelines. Video-Timelines sind es in der linken Seite. Man sieht, der, was ich jetzt als Nachteil habe, wenn ich den Scrollbar hier fahre, das dauert immer recht lang, bis er den nachrechnet. Ja, das ist der Nachteil, den ich jetzt an dieser Videosoftware sehe. Und ansonsten hat es ein paar ganz schöne Sachen. Also wie gesagt, ist umsonst und hier unter Export drücke und dann ist das ganze Ding raus. Wenn ich jetzt meine Umrechnung mache, ich habe ein paar ganz tolle Features drin. Textelement will ich zunächst mal sagen, ich kann mir einen kleinen Text reinmachen, macht man in der Regel so, das steht dann dran, da muss also hierher hüpfen. So, sage ich, schreibe mir mal einfach einen Text rein, ja, mein Text. Man hat so sehr schöne Textelemente, die kann man hier machen, kann sie formatieren, kann sie entsprechend farblich gestalten und so weiter. So. Dann haben wir hier auch sehr schön, was mir hier gut gefällt. Man kann hier, hat hier so das Einblenden, Ausblenden, wird hier gemacht über diesen Regler von Einblenden, Ausblenden von Audiobereich. Ja. Man kann hier einfach mal was schneiden. Also man geht hier hin und sagt, nicht markieren, schneiden. So, dann kann ich hier per Doppelklick, ich gehe rauf, Doppelklick und dann sage ich, ich möchte, dass es schneller ist. Dann wird er einfach schneller gemacht. Wenn ich mir das jetzt anschaue, geht es einfach schneller, dieses Ding. Allerdings diese Vorschau, das bedauere ich ein bisschen, die Vorschau ist doch ein bisschen langsam. Der braucht immer zum Vorladen und dann geht's. Und man sieht, dass er diese Bilder gar nicht richtig nachlädt, obwohl er das tun sollte. Also, da ist er ein bisschen schwach auf der Brust. Das bedauere ich ein bisschen. Vielleicht gibt es auch andere Einstellungen dazu. Also das kann man sehr schnell ändern. Volume, Reverse, Fade in, Fade out kann man hier machen. Man kann sagen, mache ich aus diesem Teil. Bei Minora ist es so, bei Movavi ist es so, man hat es drin, wenn man reingeht, man hat keine Multispur, keine echte Multispur, sondern man kann nur eine Spur drüber setzen. Und diese eine Spur, die man drüber setzen kann, da kann ich jetzt nicht weitere Videos reinsetzen, braucht man aber auch in der Regel nicht. Man hat ja immer nur eins und das zerschnippelt man und legt es dann zum Teil übereinander. Und das
das, was ich hier habe, das kann man hier so einblenden, ausblenden, so als Objekt, und damit ist es auch gut. Man kann aber natürlich nur wenig machen, dass man das jetzt so wandern lässt oder sowas. Das gibt es hier nicht. Textelement hat man. Und dann hat man hier noch so schöne Sachen, und das finde ich, das sollte man eigentlich auch immer wieder haben, wenn man so eine Position braucht als solches. Hier reintroppe, bitte. Dann ist es so, man kann hier manchmal so Textstellen markieren, kann sagen, guck mal, wenn du hier bist, dann habe ich hier ein Textelement. Das kann ich entsprechend groß machen. So, kann sagen, das gehört an diesen Platz hin, ja, und sollte so und so groß sein. So, die und die Größe soll es haben und soll markieren, und dann soll es dann so ausschauen, und ich lasse es mal laufen. Jetzt braucht er wieder. Anmeldeschirm. Und man sieht, das macht er dann doch auch. Ja. Aber wie gesagt, leider ist die Vorschau, da hängt er immer, ne? Bis er da immer durch ist, das dauert. Also, das ist die Firma, das ist die Software Movavi. Zack, Export, und das Ding ist fertig. Eine sehr praktische Software, 30 Euro, hat man eigentlich nichts falsch gemacht. Und man kann alles damit machen, was man will. Dann stelle ich als nächstes vor das Produkt Magix Video Deluxe. Hier haben wir Magix Video. Bei Magix Video ist es so, ich mache hier mal die Sache raus. Wenn man hier was machen möchte, da nimmt man hier, geht man oben rein auf, man sagt, machen wir ein neues Projekt, ha? Neues Projekt. Neues Projekt wird auch immer im Datum ISO-Format rückwärts erstellt. Das heißt, wir haben hier 30.03. Magix, sage ich, ja. Neues Projekt. Wurde geändert und nicht abgespeichert, soll es alte, brauchen wir alte nicht speichern. Hier deutsche Oberfläche habe ich extra hier so installiert. Dann sage ich, ich möchte neue Bilder haben. Hier sind die Arbeitsleiste. Neue Bilder möchte ich haben, möchte das, ziehe mir einfach meine Sachen rein. Dann sage ich, okay, ich möchte die in mehreren Spuren übereinander haben, zieht mir so rein. Und hier sieht man auch, wie der Bildbearbeitung, die geht hier sehr schnell nach. Also von daher ist es ein Top-Tool. Dann kann ich einen Titel einblenden, ganz einfach gemacht. Ich schreibe hier was rein, sage, wenn ich hier draufklicke, mein Titel, Rasenmäher, ja. Und ich kann sagen, ich möchte diesen Video, das ich hier habe, Effekt habe, Video-Effekt, da gibt es hier Geschwindigkeit. Ich kann sagen, mach mir das fünffach schneller, und dann fährt hier unten auch recht schnell nach. Und wenn ich mir das anschaue, braucht es nicht lang, sondern er zeigt mir das an 1:1. Also das ist in der Videobearbeitung ist das sehr gut, sehr, sehr effektiv und sehr schnell. Man kann auch immer einstellen, dass er die Wellenform da immer unten immer gleich dazufügt. Da sieht man immer, wie der Ton läuft als solches. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Das macht er normalerweise auch immer automatisch. Und man kann diese Höhe natürlich auch einstellen. Dann auf eine Position ziehe. Dann kann man hier was drinnen. War das jetzt auch gemacht? Drinnen hat er hier mit T. Hier T haben wir doch, ja. Und ich kann das natürlich dann als immer Mehrspursystem dann machen. Und hier ist dieses Ein-Ausblende. Funktioniert also Fading vom Ton her, funktioniert hier ein bisschen anders. Und man kann das so überschneiden lassen und kann man so einen Überschneidungseffekt reinmachen. Also das ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr effektiv. Das kann man nur sagen, das ist vorbildlich. Leider finde ich persönlich, dass 50 Euro manchmal zu viel ist. Das könnte auch billiger sein, weil vor allem von Update zu Update hat sich wenig getan. Also das ist ein bisschen bedauerlich. Hier wird, wenn man ein Update macht oder so, von jedes Mal kostet das Update auf die nächste Version wieder 50 Euro oder nur 40 Euro. Das ist ja kein Angebot. Da ärgert man sich ein bisschen. Aber ansonsten muss man sagen, 3 Sterne, finde ich mal gut. Dann haben wir Camtasia. Camtasia ist quasi das Nonplusultra in der Werbung. Von der Firma TechSmith wird es, glaube ich, vertrieben. Ist eine ganz tolle Sache. Man sieht hier auch schon dieses mit dem Rähmchen und so. Man kann ganz tolle Sachen machen, aber für einfache Text kann man zum Beispiel nicht reinsetzen. Die Software ist durchaus ausgereift. Ja, man sieht hier, der macht auch, reagiert schnell. Ja, der könnte auch schneller sein, wie man sieht. Ja. Man kann aber hier auch natürlich verschiedene Sachen machen.
funktioniert genau gleich, auch Mehrspursystem. Man kann es hier, hier sowas nehmen, kann schneiden. Achso, das war jetzt noch nicht falsch. Steuerung Z, geht es zurück. Ich schneide das ab, hier ist drinnen. Und kann das in zweiter Teil löschen oder anpassen. Geht natürlich alles. So, dieser Teil ist so, diese Software, ja, hier nochmal drüber gehe. Auch hier braucht er mal ein bisschen zum Nachrechnen. Ist im Nachrechnen ein bisschen langsam. diese Software hat einen gravierenden Nachteil. Und zwar kostet sie schweineviel Geld. Deswegen habe ich dieser Software auch nur einen Punkt gegeben. Da bin ich nicht traurig drum. 200 Euro ist definitiv zu viel. Definitiv. Auch wenn es dann einfach ist. Aber Geld stinkt nicht. Scheinbar kriegen sie es. Dann gibt es die Firma, gibt es die Software DaVinci Resolve 12, die ist Top-Software, hat aber keinen Video, hat keinen Texteditor. Da gehen wir auch gerade rein, das ist sie. Das ist diese Software, ganz tolle Software, finde ich mal, ganz toll gemacht. Wird gehandelt hier über man fügt der Media ein, geht dann auf den Editor, Things, und jetzt fehlt halt das. Man kann hier zwar schneiden und alles machen, aber was man nicht kann, ist, man kann hier leider kein diese praktischen Tools, die man hier hat, einblenden, ausblenden, also Fading, vom, also nicht dieses Fading, sondern irgendwas ransetzen und ein Objekt reintroppen, ein Textobjekt oder so. Das habe ich nirgends gefunden, finde ich sehr, sehr schade, weil ich würde das sehr, sehr, sehr gerne nutzen. Einfach, man kann dann raus und da gibt es zwar Profi-Software und das ganz Tolle an diesem Teil, an diesem DaVinci ist, das sieht man, da hängt er jetzt aber, das ist jetzt aber unabsichtlich. Was hier ganz schade dran ist, dass man hier keine Textelement reinsetzen kann. Er hat ein ganz tolles so Color-Element, da kann man drecken, was er, wo er Sache machen soll. Also ich kann hier zum Beispiel mein Gesicht könnte ich hervorheben und der Rest faden als solches, ja. Ganz toll und das auch noch dynamisch zur Laufzeit. Absolut super. Rechnet auch schnell raus, aber ansonsten ist es natürlich schade, dass es diese Textelemente nicht gibt. Ich habe es nirgends gefunden. Ich bedauere das sehr. Sehr, sehr schade, ja. Und dann ist es noch so, gehen wir zur nächsten Software. Vielleicht habe ich auch was zu sehen. Wenn ihr mir hier Hilfe habt, dann sagt mir das. Dann haben wir hier Shotcut. Ist umsonst ganz toll, finde ich mal. Ja, also was nichts kostet, muss nicht schlecht sein. Ich habe hier einige Videos gemacht. Ein paar Sachen sind nicht ganz ausgereift und das, ich weiß nicht, warum die das nicht fertig gemacht haben. Hier ist diese Software. Auch wenn man hier rüber fährt, sieht man, der bewegt sich relativ rasch, haben sie ganz toll gemacht. Man zieht hier, man sagt hier Datei öffnen, kann man hier bestimmte Videos mit reinziehen. Dann sieht man den hier und jetzt fängt es aber an, man muss das in die Wiedergabeleiste reintroppen, also so reinholen. Und dann kann man das, das unter ist diese Timeline, in die Timeline muss man immer hier so Timeline selber dazufügen und kann dann dieses Video in diese besagte Timeline reinlegen und kann dann diese, wie vorher gehabt, was schneiden. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt kommt, wenn ich das gemacht habe, möchte ich ja sowas wie einen Text einfügen und leider mangelt es hier. Also man hier, das läuft dann über Filter. Kann man einen neuen Text mit reinfügen als Objektfilter oder nochmal irgendwo war das. Das ist ein bisschen umständlich. Leider kann man da nur einen Text einfügen als, als Videoeffekt. Hier da, genau, über Plus drücke und dann anschließend ein HTML-Objekt. Und in dem HTML kann man jetzt sagen, ich möchte den Text reinschreiben und das dauert natürlich. Und der wird dann so festgestellt. Schade. Sonst ganz Software läuft einwandfrei. Warum die es nicht fertig gemacht habe, das weiß ich nicht. Ja, da hätte sich Microsoft was abschneiden können davon. Dann haben wir das nächste. Adobe. Adobe ist ja eigentlich hier das Nonplusultra, was, in, was verschiedene Sachen betrifft. Ich gehe mal auf Adobe. Ich finde es 75 Euro, finde ich Haufen zu viel, weil so gut ist es nicht. Das soll die diese Leichtversion sein von anderer Software. Sie ist stabil, gar keine Frage. Man sieht auch, der tut sich ja dann auch, aber man sieht hier, er rechnet nicht so schnell nach. Und was jetzt auch ist,
Wenn ich muss mir hier meine Sachen nach reinhole, meine Objekte kann ich neu dazu tun, kann man neues Objekt mit reinsetzen. Holt er jetzt hier sich so mit rein, kann man das reinschieben, hier so herschieben, also mehr Spur. Kann jetzt einen Text dazu, denn jetzt fängt es natürlich an mit dem Text hier. Also ich bedauere das. Da muss man den Text stellen, ich glaube hier oben irgendwo. Text, New Text, Default Text. Kann ich jetzt sagen, mach mir neuer Text, das ist auch so gut. Rasenmäher. Rasenmäher. So, habe dieses schöne Element, kann das auch anpassen. Und jetzt fehlt mir, was hatten wir jetzt auch, da war das so, diese Objekte. Ich habe so ein Frame-Objekt gesucht, wo man einfach sagen kann, ich möchte, ach ja, jetzt haben wir den nächsten Punkt, dass ich was anpassen möchte. Hier ist so, man kann auch, leider ist es so, wenn ich jetzt zeitmäßig oder was ändern möchte, dass er einen Rahmen, Painting heißt es, dass er sich versetzt. Das muss ich alles in dieser extra Ebene machen. Das ist ja soweit so gut. Also wenn ich jetzt was gemacht habe, dann läuft es über eine Ebene. Aber ich kann das nicht hier im Original machen. Original ist immer wesentlich besser. Das ist bei den anderen Softwarepakete üblich. Man zieht hier was rein und zieht dann Positionen und hat es übereinander. Hier muss man immer separat rein. Das betrifft auch die Geschwindigkeit, das ist ein bisschen echt nervig, weil wenn man was beschleunigen will und schnell sagen will, naja, mach das mal schneller, dann, das ist dieses Scale-Dings, das war alles nicht das, sondern, ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall muss man die Beschleunigung auch, um die Beschleunigung zu machen, wenn was doppelt so schnell sein will, kommt man auch auf dieses Extra-Fenster. Also von daher muss ich sagen, 70 Euro ist zu viel, auch wenn es sonst stabil läuft. Und wenn es dann immer heißt, hey, this is so great, this is not so great. Und jetzt kommen wir noch zur letzten. Was hatte ich noch? Filmora ist so ein Teil. Filmora hier von Wondershare heißt es. Das ist doch sehr einfach gestaltet. Auch zunächst mal fängt das alles genau gleich an. Aber in dem Moment, wenn ich jetzt einen Text reinfügen will, kann ich nur diese Texte einfügen. Diese quasi so vorgegeben, aber ich will ja nur einen Text reinfügen. Text geht nicht. Und ich habe leider auch nicht hier diese Objekte, dass man sagen können, fügen mir doch bitte so ein Eingangsobjekt mit rein. Und zwar stinknormales, einfaches Frame. Was man hier machen kann, ist, man kann hier, also dieses normale Rähmchen, hier, das ist wichtig, das gibt es nicht, ja, sondern es gibt nur diese lustig halala. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil so ein ganz normales Office-Objekt, wo man was markieren möchte, sonst wäre es ganz okay, auch dieses Exportieren und so, aber die Jahresversion kostet hier 60 Euro und das ist zu viel. So, und das war jetzt meine Zusammenstellung von Videosoftware in 2017, die es günstig gibt. Alle andere könnt ihr in die Tonne treten, wenn sie meistens Profi-Versionen sehr, sehr viel teurer sind für ein YouTube-Video, so wie jetzt. Benutze ich jetzt wahrscheinlich hier mein Magix Video Deluxe. Bin ich noch nicht so ganz glücklich damit, aber es gibt halt nichts Besseres gerade oder für mich. Oder dieses Movavi und das andere nehmt ihr und dreht es gemeinsam in die Tonne. Ne, das ist jetzt mal schnell überheblich gesagt, ne, weil es ja gerade so passt. Aber naja, ich sage, wenn ihr euch was raussuchen wollt, nehmt ihr das oder das. Das ist meine Empfehlung. Damit seid ihr dann auf der sicheren Seite. Ich mache es immer mit dem hier und ich würde mir wünschen, dass es nur 30 Euro kostet und dass die Updates natürlich nicht so viel kostet, aber die kostet nur 10 Euro weniger. Also bis dann. Falls euch das was gefallen hat oder falls ihr eine bessere Software wisst, dann sagt sie mir, dann sagt, hey Raimund, es gibt eine bessere Videosoftware, du hast keine Ahnung. Und dann tue ich die gern hier mit aufnehmen und dann tun wir die auch hier zu veröffentlichen.